Ja, speicher mal. Weil was habe ich denn damit zu tun, wenn der Generalschlüssel so gesehen verloren geht? Ja klar, er wurde mir übergeben. Am Ende willst du einen Firmenschaden und? Als wenn ich nicht auch Schaden genommen hätte durch die Firma, meine ehemalige. Psychologisch, seelisch. Der Schmerz sitzt tief. Von meinen 9 Jahren da. So, läuft jetzt wieder den normalen Weg. Ich habe die Tür nämlich damals nur für euch geschaffen. Damit ihr so einen kleinen Ort habt für euch. Boah, das Familienbedürfnis ist echt kacke im Moment. Aber hier gehen Hochsicherheitshäftlinge hin. Niedrigstufige Häftlinge gerade nicht. 15 Besucher auf dem Gelände in 14 Gruppen. Obwohl ich gerade nicht verstehe, warum die Hochstufigen in diesen Besucherraum gehen. Und nicht in den da rechts. Der ist zwar hier für alle offen, aber, naja. Eigentlich haben die ja nichts verloren. So, alles wunderbar. 45 Häftlinge für die hohe Stufe. Dabei haben wir eigentlich 220 hohe Sicherheit, 308 wären frei. Beziehungsweise 308 insgesamt. Können wir nur maximal 100 Häftlinge aufnehmen pro Tag? Oder was ist der Gag? Irgendwas stimmt doch bei den Verhältnissen hier nicht. Alle verfügbaren. Geil, guck mal, es werden trotzdem weniger. Das entspricht trotzdem insgesamt 25 Häftlinge, die morgen kommen. Dann haben wir 108, die morgen kommen. Und das Geile ist, dann haben wir wirklich die 1000 Häftlinge voll.
Da habe ich mein eigentliches Ziel erreicht. 1000 Häftlinge. Na, das ist ja Strom für die Küchengeräte. Da werden wir gerade ein bisschen viel verbrauchen. Keiner will mir eine Lehre machen. Programm Grundausbildung. Das brauchen wir nicht. Das machen irgendwie auch nur die Kleinen. Und wie sieht es bei den Therapiegeschichten aus? Mein Gott, 50% Anwesen und trotzdem nur 6% Erfolgschance. Abzüge. 1% des Aufenthalts Fehlverhalten an den Tag gelegt. In gewalttätige Vorfälle involviert. Hat in ihrem Gefängnis einen Mord begangen. Null Punkte, 0% des Aufenthalts mit Training verbracht. Abzüge, wenn berauscht oder aktive Abhängigkeit vorhanden ist. So, das Familienbedürfnis scheint jetzt besser befriedigt zu werden. Vielleicht hat es wirklich daran gelegen, dass wir ein paar wenig Telefone hatten hier auf dem Platz. So, Essensmenge können die mehr haben. Essensvielfalt bleibt auf Mittel. Ich möchte jetzt nicht so viel mehr Geld ausgeben für die Gefangenen. Und nein, ich habe nicht vor, das abzuhören. Und ja, ich habe vergessen, den Personalraum hier zu setzen. Und ich weiß, irgendjemand bei YouTube wird es wahrscheinlich drunter geschrieben haben. Proof, dass wir sagen, der Personalraum. Und ich habe geschrieben dann, mach ich irgendwann. Und der schreibt dann, ja, schön, dass du alle Kommentare beantwortest. Fresse. Na komm, lass es Nacht werden. Damit haben wir die Kantinenkapazität nochmal ordentlich erhöht.
Ja, Spitze und ehemaliger Setzeshüter. Mir fällt gerade so ein. Nein, keine Premade Prison. Ah, nein. Ja, genau. Jetzt mache ich noch Gangs rein und Wettersystem. Hallo Mücke. Sie wird mich heute Nacht stechen, Mistvieh. Mein Gott, die laufen ja wirklich 2 Stunden bis zu ihrer Zelle. Von hier unten an. Obwohl, sie könnten auch hier oben langlaufen, wenn sie wollten. Ach Leute. Schmeiß mal die Häftlingsuniform da weg. Ich will meine Gefangenen jetzt haben. Machen wir mal zur Belustigung noch eine Razzia in der Nacht. Und zur Feier des Tages stellen wir noch mehr Personal ein. Dann geht die Razzia auch schneller. Es sind ja inzwischen auch 9.122 Orte, die wir durchsuchen müssen. Ich verstehe nicht, warum die anfangen, immer irgendwelche Tunnel zu buddeln. Die wissen doch genau, die müssten wirklich bis ganz nach vorne an die Tür buddeln, um rauszukommen. Gestohlen vom Putzmittelschrank. Schnaps. Handy. Ach, diese wundervollen legendären Gegner. So, dann hier stehen, dass ich den als Informant einstelle. Ah, da war das. Vor allem geil, hat schon einen Mord gemacht bei uns im Gefängnis und der wird einfach mal mein Informant. So, wir haben alle Waffen und Werkzeuge gefunden schon. Ja, 2 Stunden kommen die Gefangenen. Und es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen, es fehlen mir trotzdem 10 Gefangene. Verdammt. Geil, die haben... Ohne Scheiß, da ist eigentlich Beschiss. Die haben gerade angefangen zu duschen. In der Duschzeit und haben schon wieder Waffen. Irgendwoher.
im Besitz. Das kann überhaupt nicht sein. Keine Ahnung, wie die das System hier aufgebaut haben. Das ist halt schon sehr merkwürdig. So, das Bedürfnis nach Familie wird gestillt. Die Häftlinge kommen jetzt. Dämliches Verhältnis. Das funktioniert ja auch nicht so, wie es sollte. Normalerweise, wenn ich Verhältnis einfach voll mache, dann würde ich sagen, okay, ich weiß, was du als Verhältnis meinst. Die meine ich als Verhältnis. Ja, pass mal auf. Verhältnis bedeutet anteilig. Also, wenn ich anteilig 18 nehme und das hier auf 100% mache und davon anteilig auch Maximum mache bei der hohen Sicherheitsstufe und das mache ich weg, wären es nämlich genau 50-50. Also nehmen wir 18... niedrige Sicherheitsstufe und 18 hohe Sicherheitsstufe. Das überprüfe ich jetzt. Blöp, ziehen wir den hoch. Sind es 41 anteilig. Geiles Berechnen. Ich hätte den Espresso nicht trinken sollen. Ich bin schon wieder wach. So, 915 Gefangene. Damit will ich mich heute erstmal zufrieden geben und werde das die Tage weiterführen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Doc. Und denkt dran, Verhaltenstherapie ist auch keine Lösung. Wie man hier sieht, Erfolgschancen 0%.